Und da sind wir. Willkommen zurück bei Basin Kaltos Origins. Mit mir, der Sefi. Immer noch ohne die liebe Jutis, die immer noch auf Weltmetallstation ist. Und natürlich fängt es gleich wieder an zu regnen, wenn wir den Park beginnen. Ach, das Wetter ist immer auf meiner Seite. Egal, ich wollte mir den Timer stellen, weil ich daran nie denke. Gut, dass du mich daran erinnert hast, Assistentin. Gute Arbeit. Deshalb bist du meine Chefassistentin. So, der Timer ist gestellt. Oh ja, ich wollte ins Menü gehen. Nein, nicht in die Nebenquests. Ich wollte das Deck bearbeiten. Ich wollte nämlich hier Feuerrad rausnehmen, weil sich daraus keine Combo ergibt, wie ich festgestellt habe. Und da ich lieber was mit Combo habe, habe ich das eigentlich schon mal ausprobiert? Das weiß ich gar nicht. Zinnivakaskade haben wir auch noch nicht ausprobiert, ne? Aber ich wollte eigentlich, genau, ich wollte bei Feuer bleiben, weil da ja so viele Pflanzen rumrennen. So, darf es jetzt mal aufhören zu regnen? Weil eigentlich hätte ich mich auch im Regen erwischen lassen können, damit ich wieder an den Ausgang komme. Junge, ich wollte gerade sagen, es hat aufgehört zu regnen. Stell dich nicht so verzogen an, du Mimose. Hilfe! Juhu. Das war ziemlich knapp. So. Genau. Wir waren ja hier beim letzten Part, da war ja der vorletzten Part, da hat ja konnte der Fluss nicht voll werden, weil das Wasser abgeflossen ist. Jetzt, wo wir den Stein blockiert haben, sollte das Becken da nicht anschwillen. I hope so. Irgendwas wird jetzt passieren. Ja, das sieht gut aus. Das Wasser kommt da nicht lang, weil der Felsen da ist. Wow, der Felsen hält das Wasser davon ab, wegzufließen. Sieh nur, wie schnell das Wasser, wie sich der Wasserspiegel hebt. Und jetzt haben wir hier einen Fluss. Und jetzt warten wir jetzt noch einen Regen ab. Ich würde sagen, wir warten hier einfach noch ein bisschen. Irgendwas wird ja schon passieren. Wahrscheinlich muss das Wasser gleich nochmal ansteigen und wir können dann da auf diesen Lotusblütern rüberhopsen. Das ist zumindest das Einzige, was in meinen Augen Sinn machen würde. Ich verstecke mich mal lieber ganz schnell vor dem sauren Regen. Mal gucken, ob gleich noch was passiert. Sonst müssen wir mal gucken, ob wir einen anderen Weg finden. Das sieht doch gut aus. Ja, der Felsen hält. Drei Felsen taft. Und der Felsen hält. Kommen wir jetzt rüber? Yay! Flügel sei Dank. Junge? Oh ja. Aber ich muss niesen. Warum muss ich wieder niesen? There! That plant that's shining. You think that's Heart Embrace? It seems that way. But isn't anyone going to mention the big purple monster in front of it? There's no time to mess around. We'll just have to take it out. You with me, guys? All the way. Let's squash it. Ich habe hier noch einen. Hört man das? Eine schöne Dose mit Ungezieferspray. Glaubt ihr, das hilft dagegen? Sehr wünschenswert. So.
Dann warten wir mal. Hi, du! Probieren wir es einfach mal. Oh, mir ist noch nie aufgefallen, dass mir ja das obere Teil von dem Flügel halb durchsichtig ist. Nice. Sieht hübsch aus. Nein, nein, ja, du kannst das. Ich hoffe, der Typ ist nicht so schlimm wie Seginus oder Seginus. Ja, ich tue mich gut. Ach so, er verteilt sich. Ich wollte gerade sagen, was kaut er so am Boden? So, ich hoffe, Feuer ist effektiv gegen ihn. Warum ist da eine 2? Eine 1? Eine 0? Was passiert da jetzt? Was ist da gerade passiert? Du kriegst jetzt erstmal was auf die Mütze. Vielen Dank, Sagi. Immer eine Freude. Die Verteidigungskarten. Da, was ist denn hier heute los? Ich hab keine gewusst, dass das wirklich, ich glaube nicht. Na, macht ihr das jetzt wieder? Ist ja wieder so ein Timer. Es wäre wichtig für meine Karriere als Kartenleger zu wissen, ob die das hat. Was ist denn Ovulieren? Jetzt 8 Runden. Kann man das irgendwie wegmachen? Drei. Drei Stück, sag ich. Sind das Sekunden? Was ist das für ein Gegner? I don't get it. Ja, ich mach ihn ja tot. Komischer Gegner ist das. Zählt das, also mich würde interessieren, zählt das als Statusheilung oder so? Okay, Leute, wenn wir das gleich nicht schaffen, kriegt er wieder eine Apotheose ins Gewitter. Machen wir es wie mit Seginus. Oh, der Timer ist höher. Heißt das, dass das jedes Mal, wenn er es einsetzt, länger braucht, bis es wird? Meine, ja, so Ausdauerkämpfe sind ja mittlerweile so unsere Spezialität geworden. Wenn ich sage, hier geht es nur eine 8. Muss er das aufladen?
Oh, die sterben ja fast gleichzeitig. Okay, dann kann ich mir das heiliger knicken. Ich muss eigentlich nur zusehen, dass Gino am Leben bleibt. Kann ich ihn selber angreifen? Nee, ich greife gleich, glaube ich, dich noch an. Oder stirbt sie gleich sofort? Hm. Ich verstehe es echt nicht, Leute. Das ist nur ein Scheiß. Das ist echt total seltsam, die Technik. So, Guido. Scheiße, wir haben kaum. Guido, steh auf! Ach, das wird eng. Merkt das schon, wenn ich mehr. Guido muss ja gleich noch runter. Wieder so, bam, tot. Okay, Junge. Ist auch irgendwie komisch, dass jetzt jeder Special Boss irgendein Feature hat. Also, das muss ich eigentlich auch nicht haben. So, Jungs und Mädels. Oh, was haben wir im Deck? Interesting. Nee, das ist ja gar nicht unser Deck. Nee, reingelegt. Dann nehme ich das mal ganz schnell raus. So, wir brauchen Sagis Karten. Was haben wir denn da Schönes? Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das. Und ich brauche das. Und was nehme ich denn noch mit rein? Wir haben ja noch, noch Platz. Ach ja, packen wir mal Finsterstelle noch mit rein. Ja, das kann auch mit rein. Man weiß ja nie, was man so Schönes hat. Da, da, da. Oh, das passt gar nicht. Ich muss mal gucken, noch mal kurz gucken, wie Apotheose ging. Ich finde irgendwie ist das so eine Cheat-Kombo, deswegen benutze ich die so ungern. Aber hey, wenn das Spiel mir die Möglichkeit gibt. 1, 2, 3, jo, haben wir. Ein Teil Statusveränderung. Vielleicht zählt das ja als Statusveränderung. Okay, erstmal MP hochkriegen. Schön, drei Karten haben wir gerne. Die gehört ja gar nicht dazu, sag die los. Ich bin gleich weg. Ich bin interessiert nur, mein das Level hochzukriegen. Heilen sollte aber trotzdem erlaubt sein. Oh, Guido hat einen Timer drauf. Na gut, der wäre eh gleich tot. Ich wünschte, man könnte Karten ablegen, während man wartet. Das wäre voll cool. Ah, dann mache ich alle Karten. Na, wie triffst du? Ja, das sag ich ja 8 Sekunden. Na, sag ich dir, den gebe ich nicht. Und wieder ist die nur der Letzte, der steht. Alter, was machst du? Heb's Ärm, King Guido. Ah, fuck, ich habe eine Karte vergessen.
Gibt's eine Mini-Apotheose? Naja, wenigstens macht so schon ordentlich Damage, aber es dauert halt auch lange, bis sich Dingsens erholt. Von dem, was ich fies finde, ist, dass du nach dem Burst erstmal keine MP benutzen kannst. Ich meine, klar, eine Downseite muss es haben, aber so? Das finde ich, ist ein bisschen überkrass. Rotzblatt hier. Vor allen Dingen, ich verstehe echt nicht, was man gegen seine Statusveränderung da machen kann. Also hier, Gilo, der ist jetzt gleich schon wieder tot. Ich verstehe es einfach nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Sidequest-Gegner die bitchigsten von allen sind. So, ich habe jetzt natürlich nicht gespeichert, dass ich Apotheose ins Deck getan habe. Das heißt, ich darf es gleich nochmal machen. Yippie. Ich sollte mir so ein Apotheose-Deck bearbeiten. Und dann nenne ich sie Apotheose. Oh nein, gar nicht. Es ist drin. Sehr schön. Ich versuch's nochmal. Wie gesagt, eben hatte ich Pech, aber vielmehr, ich war dumm und habe nicht dran gedacht. Da hat noch eine Karte gefehlt. Das ist echt ärgerlich. Das ist mir witzigerweise erst in dem Moment aufgefallen, wo ich auf den Knopf gedrückt habe. Dann war so, oh, da fehlt was. Na, Geo ist schon infiziert. Dann kann ich deine Karten hier ablegen. 3, 2, 1, Bomb tot. Ich mach schon. Und sagen, na, machst du mich wieder tot, kleiner Schlingel? Oh, das könnte ihm gleich gut gebrauchen. Das freut man sich wieder. Nein. War sowieso so irritiert, dass der Burst so lang gehalten hat. Ich hätte eigentlich das noch vorher spielen sollen. Naja, er liegt. Das sehe ich als Positives an. So, jetzt wieder aufpäppeln. Ich hab das Kränkel überhaupt noch vor. Das sieht für mich nämlich nicht danach aus. Tschüss, Flummi. May my blade be sharp. Yeah.
take it. Oh, legen wir Apotheose jetzt mit der B-Variante. Geht das überhaupt? Mein Gott, das geht noch. Sorry, ich hatte keine Wahl. Sagen die kackt mir gleich ab. Apropos abkacken. Das war mein Burst. Naja, hängt schon. Ich hoffe, wir stellen uns jetzt nicht allzu dumm an und können das Ganze noch nach Hause bringen. Ich hätte aber echt gerne gesehen, was rauskommt, wenn man die B-Variante nimmt. Wäre da überhaupt was rausgekommen oder wäre es ganz normal Apotheose gewesen? Ich habe Gilo gerade nicht gesehen, nur die Sternchen. Dafür, was ist das denn? Na, den ovulierst du jetzt ins Grab. Mit 10er können wir noch arbeiten. Ja, die Mühe machen mache ich mir jetzt nicht mehr, die beißt eh ins Gras. Na, ovulierst du jetzt wieder? Na, sag ich, ist doch tot, das lohnt sich nicht. Ich kann mal was ablegen. Dann kann ich hier was legen. Was zum Wiederbeleben? Oh, ich habe mich verdrückt. Scheiße. Oh, gar nicht. Doch, ich habe mich verdrückt. Oh, es wird ja echt spannend. Und wieder ist er tot. Ich hasse diesen Typen! Okay.
Ich konnte nicht drücken. Voll wieder ein Burst verschwendet. Alter, ist das hier eine Geburt. Na, wie ovulierst du jetzt? Ach, wir müssen, ich muss noch spielen. Wir können es uns nicht leisten, die ganze Zeit auf Null zu bleiben. So, vor allen Dingen, die MP... Die MP-Leiste ist ja jetzt ähnlich gestiegen. Es hat keinen Sinn gemacht, lange Karten abzulegen. Ich meine, wir haben hier die drei Karten, müssen nur noch zusehen, dass wir durchhalten, bis der, bis der Bus wieder da ist. Irgendwie. Na, wen rollierst du jetzt? War ja so klar, dass der Dino wieder zurück macht. Der Guido wieder tot. Oh nein, doch nicht. Heißt das spannend hier? Na, machst du Yasagi? Nein! Ich kann die Karten hier ablegen. Mach das eigentlich den Timer weg? Wäre echt toll. Die ist eigentlich noch tot, aber sie kämpft bis zum Aufreihen. In your face, bitch! Meine Fresse! Okay, let's pick some heart and brace and head home. Das sagst du so einfach. Wait, it would appear the purple monster has some purple friends. Von wo fallen die runter? Können die fliegen? Womit? Hey, how are we supposed to handle this many? Das ist eine sehr exzellente Frage, meine liebe Millie. Soggy, you and the winch pick some heart and brace and run. I'll take care of things here. But Kilo, Gina won't ever be herself again without you. Now go! That's the white dragon. I always thought it was just a legend, but there it is. Wow, wer hätte gedacht, dass der Drache so alt ist? Ja, für die, die den ersten Teil das Let's Play nicht verfolgt haben. Der Drache ist jetzt über 1000 Jahre alt. Confirmed. Wow. Did you see how it toasted them all? It's so beautiful. Just like they described it at the School of Magic. Puh. Meine Fresse, war das eine Geburt. Do you think it did that to save us? Oh, ich hätte cutten sollen. Who knows? Start running. Maybe you'll catch up in time to ask it. I'll bet it was trying to help us. It sure felt that way to me. Well, either way, we can go home now. Let's pick the heart and brace and head back. Ja, aber bevor das wir das tun... Oh, Levi Tain, der Flammenkönig. Egal, wir cutten jetzt an dieser Stelle und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder mit dabei, wenn wir Gina heilen werden. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr euch auch. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, ciao!